Sie sind die mutigen Frauen von Kabul. Frauen, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass das Land nicht komplett von den Taliban überrannt wird. Bild trifft sie, spricht mit ihnen über die bedrohliche Lage angesichts des Vormarsches der Taliban und was jetzt wichtig ist für afghanische Frauen. I'll raise my voice, I will lobby, I will gather them, I'll round them up, I will try to give them the tools to speak for themselves as well, as much as I can. And to the end, we will fight together. It only makes me feel angry. And it just makes me feel more energized to fight them. This is a post 9/11 generation. We are not the generation that they were used to rule over. We're not going to accept whatever they think or they say. An den letzten Überfall der radikal-islamistischen Terrororganisation denken die drei Frauen mit Schrecken zurück. It was a horror show. It was not a time to basically even try to remember. It was pretty bad. It was ridiculously bad. I can't find the right words to describe it except that it was a horror show. مثل بقیه خانم‌های افغان دیگه از ولایت‌های دیگه که طالبان اومدن، ما تفنگچه یا تفنگمون رو برمی‌داریم برای طالبان. Viel lieber würden sie das Taliban-Problem aber ohne Waffen lösen. Das ist die Hoffnung der mutigen Frauen von Kabul. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.